Ich will mal ein bisschen übers Rauchen reden und was wir von Rauchern lernen können. Hört sich erstmal ganz komisch an. Was soll man von Rauchern lernen können? Früh zu sterben oder was? Also, nee, es geht um was ganz anderes. Und zwar, warum rauchen Menschen eigentlich? Natürlich, es ist die Sucht oder das Bedürfnis nach diesem Stoff. Es ist Angewohnheit, aber es hat noch einen ganz, ganz anderen, sehr, sehr viel wichtigeren Aspekt meiner Meinung nach. Und zwar erlauben sich Raucher völlig ohne Grund, sich irgendwo hinzustellen, in die Ferne zu schauen, an nichts zu denken und einfach nur zu sein und einfach nur dazustehen. Und das ist ein ganz essentieller Punkt und das auf Meditation zurückzuführen. Und in unserer schnelllebigen Welt erlauben wir uns gar keine Ruhepausen mehr. Und wenn wir mal eine Ruhepause machen, dann muss uns entweder die Sonne ins Gesicht scheinen und wir müssen auf einer Parkbank sitzen. Oder wir müssen was zu essen in der Hand haben oder einen Kaffee in der Hand. Wenn jetzt irgendeiner sich auf den Balkon stellt und einfach nur 10 Minuten auf dem Balkon steht und in die Ferne schaut, dabei atmet, und andere Leute sehen ihn, dann gucken die den an und denken, was ist denn mit dem los? Mit dem stimmt irgendwas nicht. Aber sobald er eine Zigarette in der Hand hat oder mal von weitem sieht, aha, die Zigarette, die Hand geht immer wieder zum Mund, ist alles in Ordnung. Ach, der macht eine Raucherpause. Und das, was Raucher an diesem, also die Zigarette gibt den Rauchern quasi die Erlaubnis, das zu tun. Und das hilft den Rauchern sehr, zu sich selbst zurückzukommen, mal das Gedächtnis abzuschalten. Die Raucher sagen immer, oh, ich brauche jetzt mal eine Zigarette, ich muss jetzt runterkommen und sowas. Sie bemerken aber nicht, dass dieses Nikotin nur ein ganz kleiner Teil von diesem Runterkommen ist, dass es vielmehr das ist, sich zu erlauben, nichts zu denken, rauszugehen, in die Ferne zu schauen und den Kopf leer zu haben. Und dazu brauchen wir gar keine Zigarette. Wir können das ganz ohne Zigarette machen. Wir müssen uns nur erlauben, es zu tun. Wir müssen uns selbst quasi erlauben, ohne Zigarette einfach mal rauszugehen, ohne Grund. Uns einfach mal irgendwo hinzustellen. Wir müssen nicht unbedingt rausgehen und spazieren gehen. Wir können auch einfach ohne Grund uns einfach mal hinstellen und nichts tun. Wir können uns auch ohne Grund einfach daheim mal hinsetzen und nichts tun. PC ausmachen, den Stuhl, PC-Stuhl rumdrehen, an die Wand gucken. Man kommt sich am Anfang sehr dämlich vor, aber das ist die Essenz von Meditation. Es geht darum, wieder zu sich selbst zu finden, von diesen ganzen Äußerlichkeiten, den äußeren Ablenkungen wegzukommen, zu sich selbst zu kommen, zum wahren Ich zu kommen, um damit quasi seine Quelle wieder zu spüren. Und die Quelle ist das, wo die wahre Freude herkommt und die wahre Liebe herkommt, die kein Gegenteil kennt. Die oberflächliche Freude und die oberflächliche Liebe, die romantische Liebe, wie man sie so schön nennt, die kennen immer Gegenteile, das Hass und der Ärger, die Wut. Und die Liebe und die Freude, die aus der Quelle kommen, die kennen kein Gegenteil. Und die Raucher haben uns in der Hinsicht etwas voraus, denn sie nehmen sich diese Zeit einfach, auch wenn es durch etwas Ungesundes ist. Viel besser ist es, kein Raucher zu sein und sich diese Zeit trotzdem zu nehmen. So viel dazu und bis zum nächsten Video. Ciao.